Hallo, willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales 2. Wir haben beim letzten Mal Timmy eingefangen und schon ein paar der ersten Siegel gelöst. Ah! Könnte Timmy was Ich vorspielen? bin kein guter Flötenspieler und sollte vielleicht nicht unbedingt in Reichweite einer wütenden Wehrratte üben. Jetzt haben wir Timmy zwar gefangen, aber... Die Frage ist jetzt natürlich, wie wandeln wir ihn wieder zurück? Ich bin gerade mal ein bisschen am Überlegen. Hier lassen. Vielleicht hätten die Dorfbewohner weniger schnell Angst bekommen, wenn es hier nicht so gruselig wäre. Die ganze Gegend ist bekannt für ihre Spukgeschichten. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Nachdem man den Hexenmeister geköpft, gehängt und gevierteilt hat, wo hat man ihn vergraben? Naja, hier und dort. Seine Überreste wurden nicht in einem Grab beerdigt? Nein, man fürchtete, dass sein Bruder oder sonst jemand versuchen könnte, ihn wiederzubeleben. Also verteilte man seine Überreste feinsäuberlich auf mehrere Gräber überall im Land und keines trägt seinen Namen. Liegt ein Teil des Hexenmeisters auch draußen auf dem Dorffriedhof? Das darf ich nicht sagen. Wir haben geschworen, nie ein Wort darüber zu verlieren, in welchem Grab seine linke Hand und das rechte Bein liegen. Oh. Sagen Sie schon. In welchem Grab liegt er? Meine Lippen sind versiegelt. Jemand wie Sie kennt sich doch bestimmt mit Geisterbeschwörung aus. Was soll das heißen, jemand wie ich? Na ja, ein Experte des Okkulten wie Sie? Oh, nun, tatsächlich weiß ich nicht nur, wie man sich die Biester vom Hals halten kann. Ich habe freilich nie versucht, einen Geist zu beschwören. Warum sollte man? Aber es ist im Prinzip ganz einfach. Du zeichnest mit Kreide einen Kreis auf den Boden und außerhalb des Kreises ein Dreieck. Ins Dreieck stellst du eine Schale Blut. Außerdem musst du Weihrauch entzünden. Nun musst du das Symbol des Geistes, den du beschwören möchtest, auf den Boden zeichnen und dabei eine geheime Beschwörungsformel aufsagen. Wie lautet die? Komm lieber her. Geister haben gute Ohren. Okay, und das ist alles? Das ist alles. Okay. Muss das Dreieck mit dem Kreis verbunden sein? Und muss es ein gleichschenkliges Dreieck sein oder irgendeins?
Und was für eine Kantenlänge soll es haben? Egal, es geht hier um Geisterbeschwörung, nicht um Geometrie. Und muss es Kreide sein oder geht doch etwas anderes? Und wie dick müssen die Linien werden? Male mit irgendwas einen Kreis und irgendwo außerhalb ein beliebiges Dreieck auf den Boden. Das klingt alles nicht gerade nach präziser Wissenschaft. Verkaufen Sie Kreide? Würde ich, wenn ich noch welche hätte. Aber meine letzte Kreide ist für den Schutzkreis draufgegangen. Ist die Schale mit dem Blut im Dreieck unbedingt nötig? Natürlich ist sie nötig. Das Blut repräsentiert die Welt der Lebenden, in die du den Geist zurückrufst. Erzmagier Alistair ist nicht tot. Kann ich das Blut dann einfach weglassen? Die okkulten Wissenschaften eignen sich nicht für Experimente. Ein Fehler und du stößt das Tor zur Hölle auf. Ich bin ein Gnom. Mit jeder unserer Erfindungen stehen wir kurz davor, das Tor zur Hölle aufzustoßen. Damit machen Sie mir keine Angst. Das Blut kommt in die Schale ins Dreieck. Keine Diskussion. Wofür braucht man den Weihrauch? Für die Atmosphäre. Am besten führst du die Beschwörung irgendwo durch, wo es dunkel ist und wo es viele Kerzen gibt. Meinen Sie, die Geister interessiert all das? Es ist uraltes, überliefertes Wissen. Genauso wie die Tatsache, dass Geisterbeschwörungen am besten am Wochenende durchgeführt werden, wenn man schon ein paar Gläser getrunken hat. Also schön, Atmosphäre ist wichtig. Wie wäre es, wenn ich die Geisterbeschwörung hier durchführe? Hier gibt es genug Kerzen und Sie könnten mir assistieren. Wir haben gerade erst einen Fluch hinter uns. Es war kein Fluch. Es war eure eigene Paranoia. Trotzdem, such dir einen anderen Ort. Ich könnte den Geist oben bei der Truhe beschwören. Da gibt es genug Platz und die Atmosphäre ist passend. Außerdem kann der Erzmagier die restlichen Siegel vielleicht ganz einfach mit einem Wink seines Zauberstabs öffnen. Ich soll das Symbol des Geistes auf den Boden malen. Was ist das Symbol von Erzmagier Alistair? Keine Ahnung. Irgendein Symbol, das für ihn steht. Ein Familienwappen oder ein Siegel. Er hat ein Wappen. Seine Brosche ist damit verziert. Aber, ich weiß einfach nicht mehr, wie es aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, Geister zu beschwören. Kommt natürlich auf den Geist an. Wenn du Suhl beschwören willst, brauchst du den Schlüsselmeister und den Torwächter. Für andere Geister brauchst du ein Töpferrad oder musst dreimal ihren Namen rufen. Aber wenn der Geist mit dir Kontakt aufnehmen will, ist es ganz einfach. Schöne Anspielung, dreimal den Namen sagen, Beetlejuice, Suhl, Ghostbusters. Ja, schon echt gut. Warum hat man Van Buren eigentlich geköpft und gehängt und gevierteilt? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Man muss einen bösen Magier oder Hexenmeister immer dreimal töten, damit er nicht zurückkommt. Das ist allgemein bekannt. Und warum hat man ihn erst geköpft und dann gehängt? Führt das nicht zu gewissen logistischen Problemen? Die ganze Sache damals war nicht optimal vorbereitet. Einige Magier wollten ihm lieber einen Holzpflock durchs Herz rammen, andere wollten ihn verbrennen. Du weißt ja, wie das ist. Ein wütender Mob, viele Meinungen. Am Ende konnten wir froh sein, dass er überhaupt hingerichtet wurde. Wissen Sie, was Öffnen in der Sprache der Ratten heißt? Ich könnte dir verraten, was Willst du mich verarschen in der Sprache des Düsterwalds heißt. Hab ja nur gefragt. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Okay, wir sehen uns mal die Gräber an und dann gehen wir nochmal rein. Mal sehen, ob wir ihn irgendwie dazu bringen können, uns zu verraten, welches das richtige Grab ist. Irgendwo hier müsste der Hexenmeister begraben sein. Ich sollte mir das genauer ansehen. Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Lugosi steht auf diesem Grabstein. Der Grabstein der Familie Lugosi. Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Das ist das Grab der Familie Lee. Auf diesem Kreuz steht Cheney. Das hier ist der Grabstein der Familie Karloff. Gut, jetzt haben wir alle Namen gesehen. Ich meine mich zu erinnern, welches Grab es war, aber das müssen wir erst erfahren. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Wegen der Gräber auf dem Friedhof. Ja. Auf einem Grabstein steht Lugosi. Was können Sie mir über die Lugosi-Familie erzählen? Die Lugosis stellten jahrelang die Zahnärzte in Düsterdorf. Düsterdorf hatte einen eigenen Zahnarzt? Wir wurden 3-mal hintereinander zum Hinterwäldlerdorf mit dem schönsten Lächeln gewählt. Leider wurde der alte Lugosi irgendwann etwas weich in der Birne, faselte von Außerirdischen und einem Plan, den er vereiteln müsse. Von da an ging es mit der Zahnpflege im Dorf bergab. Die Familie Cheney. Was können Sie mir zu denen sagen? Der alte Cheney war in seiner Jugend fahrender Schauspieler. Der einzige von uns, der jemals das Dorf für längere Zeit verlassen hat. Er muss recht erfolgreich gewesen sein. Den Mann mit den 1000 Gesichtern nannte man ihn. Hat sich später hier im Dorf zur Ruhe gesetzt. Sein Sohn hat den Theatervirus aber geerbt. Ist weggegangen, bevor das Unheil über uns hereinbrach. Dürfte ihm das Leben gerettet haben. Die Familie Lee, eine alteingesessene Familie im Dorf? Wer? Ach so, die Lees. Ja, die sind, waren, ja, alteingesessen. So? Was können Sie mir über Sie erzählen? Das war doch der Richtige. Da gab es Schildhand Lee. Der war Schmied und seine Frau Feuermarie, die war sehr heiß. Aha. Ich glaube, ich weiß, was ich wissen muss. Mal sehen, ob ich noch die letzte noch erfragen kann, die Karloffs. Karloff steht auf einem der größeren Gräber. Große Familie. Der junge Karloff war ein Riese von einem Mann. Bärenstark, aber ein freundliches Gemüt. Als die Schrecken aus dem Wald kamen, wurde er von einer Mumie erwischt. Wie die meisten anderen, die im Wald verschwunden sind, konnten wir ihn nicht beerdigen. Im Grab auf dem Friedhof liegen nur seine Vorfahren. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, es ist, denke ich mal, eindeutig, wer welches Grab es dann sein müsste, nämlich die der Familie Lee. Bürgermeister Whale wusste über die Familie Lee nichts Glaubwürdiges zu berichten. Ganz so, als wäre es keine Familie hier aus dem Dorf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Grab kein Lee, sondern ein Van Buren liegt. Bürgermeister Whale wusste über die Familie Lee nicht. Ich bin. Okay, also wir brauchen eine Schaufel, aber irgendwie haben wir ja keine Schaufel. Hier am Rand liegen Kohlestücke. Ob ich die als Kreideersatz für die Beschwörung nutzen kann?
Malen kann man bestimmt damit. Zumindest sind meine Finger schon mal schwarz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erzmagier Alistair Wert darauf legt, ob er mit weißer Kreide oder schwarzer Kohle beschworen wird. Esther? Ja? Ich glaube, das Buch befindet sich in einer großen Truhe im Schloss, die mit 7 Siegeln verschlossen ist. Kann ich dir helfen? Ich bräuchte eine Hand. Ja? Aus einem Grab. Natürlich aus einem Grab. Jemand Lebendigen die Hand abzuschlagen wäre doch irgendwie nicht nett. Es muss eine bestimmte Hand sein. Die des Hexenmeisters Van Buren. Er wurde im Grab der Familie Lee begraben. Fein. Brauchst du nur die Hand oder soll ich dir noch etwas anderes mitbringen? Die Hand reicht. Ich gehe gleich los. Ich könnte bei der Gelegenheit schauen, ob ich eine neue linke Niere finde. Du bist nicht böse, wenn ich nicht mitkomme, oder? Nein, kein Problem. Kannst dir die Hand später hier abholen. Danke. Timmy ist mir im Wald in die Falle gegangen. Geht es ihm gut? Er ist immer noch eine wilde Wehrratte. Abgesehen davon, ja. Und wenigstens kann er sich und andere nun nicht mehr verletzen. Du musst ihn trotzdem schnell zurückverwandeln, Wilbur. Ich tue mein Bestes. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. Ich lasse sie sich etwas ausruhen. Gehen wir nochmal zur Höhle, einfach mal, um zu gucken, ob hier noch was ist. Nö. Wilbur, ich habe die Hand. Das ging aber schnell. Nicht das erste Mal, dass ich nachts shoppen war. Und bist du sicher, dass es die Hand von Van Buren ist? Ziemlich. Es gibt zumindest Hinweise, dass es die Hand eines Hexenmeisters ist. Was für Hinweise? Sie ist ganz schlecht erzogen. Ja, scheint so. Herrlich. Ich lasse sie sich etwas... Van Buren deutet auf einen Schlüssel. Will er mich damit verhöhnen? Könnte das der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist, sein? Nur, wo ist er? Ah, war es doch nicht das eine Bild. Puh, das ist nur ein Bild. Wie sollte ich... Oder ist es... Das ist ein ziemlich cleverer Trick. Ah, jetzt können wir uns den Hund leider nicht mehr ansehen. Dieses Siegel wird von einem unsichtbaren Schlüssel... Was soll das sein? Das war einfach. Damit sind schon mal mehr als die Hälfte der Siegel offen. Dieses Siegel öffnet der Hauch des Todes. Ich kenne jemanden, der mir sagen könnte, was Öffnen in der Sprache der Ratten heißt. Leider läuft dieser jemand durch den Düsterwald und hält sich für einen Wolf. Der Sinn der Siegel ist zu verhindern, dass irgendjemand anderes als Van Buren die Truhe öffnen kann. Nur zu verständlich, dass es ein Siegel gibt, das nur vom wahrlich größten Magier aller Zeiten, von ihm selber, geöffnet werden kann. Also schön.
Na los, komm schon! Geschafft. Vielleicht sucht sie die rechte Hand, wo immer die sein könnte. Die letzten beiden Siegel. Es wird spannend. Das Siegel soll sich öffnen, wenn man das Wort öffnet. Offensichtlich konnte Van Buren mehr Fremdsprachen als... Der Hauch des Todes. Das ist der erste Schritt. Ein perfekter Kreis. Der Graf ist gerade abgelenkt. Das ist meine Chance. Ich brauche zwar eigentlich Blut, aber vielleicht tut es dieser dickflüssige Rotwein auch. Ich glaube, jetzt kann ich es wagen, mir den Brief einmal genauer anzusehen. Der Graf ist abgelenkt. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair. Der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Für die Ergreifung des Täters gelobt die ehrwürdige Ratsvorsitzende Van Buren, das Gewicht des Schurken in Gold aufzuwiegen. Keine Kleidung, vor dem Frühstück. Es folgt eine genaue Beschreibung von mir, dabei wäre die gar nicht nötig gewesen. Das Bild von mir neben dem Erzmagier ist gestochen scharf. Unglaublich, welch feine Details die Graveure in die Druckplatten geritzt haben. Ob Lissy schwach werden würde, wenn sie von dem Goldhaufen erfährt? Man erkennt jedes Detail auf dem Bild vom Erzmagier und mir. Vermutlich würde man sogar das Familienwappen des Erzmagiers auf seinem Amulett erkennen, wenn es nicht so winzig wäre. Ich glaube, es ist... Nein, es ist einfach zu klein. Ich müsste das Glas als Lupe benutzen können und sollte dann mehr Details erkennen. Ja, es funktioniert. Da ist der Hals des Erzmagiers. Da sein Amulett mit dem Familienwappen. Es zeigt zwei Schlangen in einer Art Knoten, die sich selber in die Schwänze beißen. Übrigens auch ein sehr bekanntes Symbol, wer die unendliche Geschichte kennt. Wie ist euer Salat, meine Morgenröte? Sehr lecker. Es ist nicht einfach, Hühnchen wie Hühnchen schmecken zu lassen. Kompliment an den Koch. Wir wollen alle nur, dass ihr zufrieden seid, Teuerste. Wie es scheint, komme ich damit durch. Das ist zwar kein Weihrauch, aber diese Räucherstäbchen sorgen auch für Atmosphäre. Du, Vladi, ich würde gerne das ganze Schloss sehen. Die Bibliothek, den Ballsaal, die Schatzkammern. Natürlich, meine Liebe. Nur ist dafür auch noch Morgenzeit. Heute Nacht werde ich dir noch ganz andere Dinge zeigen. Aber Vladi, ich bin ein wohlerzogenes Mädchen. Was meint der Graf mit noch ganz andere Dinge? Wenn es hier im Schloss interessante Sehenswürdigkeiten gibt, würde ich die auch gerne sehen. Vielleicht frage ich, ob ich mit darf. Sehen, ob wir noch was anderes hören. Besser in Ruhe. Ich weiß nicht.
Aber ich habe ein gutes Gefühl, was ihre Ehe angeht. Naja, der dickflüssige rote Wein. Ah, jetzt ist auch das Heiligengebilde wieder zu sehen. Beziehungsweise der Erzengel. Wahrscheinlich Tyrael. War doch hoffentlich richtig, oder? Es gibt Philosophen, die glauben, unsere ganze Welt bestünde aus Dreiecken. Andere meinen, es seien Atome mit ganz viel Nichts drumherum. Beides kommt mir ziemlich unwahrscheinlich vor. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Besser wäre, wenn das Symbol des Erzmagiers ein Strichmännchen oder ein Kreuz wäre. Das wäre leichter zu zeichnen als zwei verknotete Schlangen. Hey, Geist! Was geht? Komm rüber. Ich habe Fettkerzen und Blut und so ein Zeug. Komm in die Hufe! Wilbur. Das waren genau die uralten Worte, die Herr Whale mir ins Ohr geflüstert hat. Scheint nur nicht... Doch! Erzmagier Alistair! Den Göttern sei Dank! Wilbur, ich freue mich auch, dich zu sehen. Aber mir bleibt nicht viel Zeit und es gibt viel zu bereden. Ich habe alles falsch gemacht, Erzmagier. Ich habe den Golem gebaut und ich habe Remy im Stich gelassen und ich habe Timmy hierher gebracht und... Du hast gar nichts falsch gemacht, Wilbur. Doch! Ich wollte helfen und hab mich reinlegen lassen. Und deswegen wurden sie verwandelt. Und dann habe ich lieber nichts gemacht. Und das war auch falsch. Remy. Remy ist tot, Erzmagier. Ist er nicht. Zumindest glaube ich das nicht. Doch, er ist in meinen Händen gestorben. Nein. Ich bin ziemlich sicher, dass du erneut reingelegt wurdest. Dieses Buch, das du besorgen sollst, in ihm steht keineswegs, wie man den Zauberstab vernichten kann. Aber wenn nicht Remy, dann... Munkus! Er lässt dich die Dreckarbeit machen. Es geht durchaus um ein Zauberbuch mit mächtigen magischen Formeln. Aber es geht ihm nicht darum, den Stab zu zerstören. Er will sich dessen Macht zunutze machen. Warum will Munkus dieses Buch haben? Was hat er vor? Das Kitab al-Asif wurde von einem verrückten Mystiker namens Al-Hazred geschrieben. Es ist ein Buch über dämonische Kosmologie und beinhaltet Zauberformeln, mit denen man mächtige Wesen beschwören kann. Unter anderem den Namenlosen? Ich glaube nicht, dass Munkus den Namenlosen befreien will. So verrückt ist nicht einmal er. Ich glaube, er hat die Idee, ein Fenster zur Kerkerdimension zu öffnen und einen Teil der Macht des Namenlosen abzusaugen. Klingt gefährlich. Es ist unmöglich. Und jede Schwachstelle in der Struktur der Kerkerdimension würde vom Namenlosen sofort genutzt werden, um sein Gefängnis zu verlassen. Er ist unglaublich mächtig und er ist schrecklich, Wilbur. Wie ich sehe, ist es Ivo gelungen, sie zurückzuverwandeln. Sie hat ganze Arbeit geleistet. Ich habe sie und das Vieh nach Seefels geschickt, um Munkus so lange wie möglich vom unterirdischen Tempel fernzuhalten. Vielleicht gelingt es ihnen sogar, die Maschine im Tempel zu zerstören. Das Vieh ist bei Prinzessin Ivo? Dann kann Kapitän Nate nicht weit sein. Endlich mal eine gute Nachricht.
Du hast Freunde an deiner Seite. Ja. Wussten Sie, dass Timmy eine Wehrratte ist? Ja. Remy kam zu mir, nachdem Timmys Eltern von einem Werwolf getötet wurden. Timmys Verletzungen waren nicht sehr schwer, aber ich wusste, dass er sich beim nächsten Vollmond verwandeln würde. Haben Sie den Werwolf gesucht, der ihm das angetan hat? Ich meine, wenn man den Werwolf tötet, dann ist Timmy geheilt, oder nicht? Und was wäre, wenn Timmy in seinem Wahn jemand anderen zum Werwolf machen würde? Würdest du dann wollen, dass derjenige käme und Timmy umbringt, um Timmys Fluch von sich zu nehmen? So habe ich das noch gar nicht gesehen. Der Werwolfsfluch ist eine Krankheit, mit der man leben muss. Man kann lernen, sie zu beherrschen. Es ist schwierig. Und Remy und ich wollten dem kleinen Timmy diese Bürde bisher nicht auferlegen. Wir haben ihn sich verwandeln und austoben lassen. Aber wenn er sich nun unkontrolliert verwandelt hat, musst du ihm beibringen, wie er den Fluch beherrschen kann, Wilbur. Man kann den Werwolfsfluch kontrollieren? Wie? Als Wehrratte wird Timmy von schlechten Gefühlen beherrscht. Wut, Aggression, Hass. Es ist wie ein Panzer, der ihn umgibt. Doch darunter ist immer noch Timmy. Als wir zum ersten Mal im Wald aufeinander getroffen sind, hat er mich nicht sofort angegriffen. Er hat gezögert. Etwas im Monster hat dich erkannt. Und dieses Etwas ist das kleine Licht, das von Timmy übrig geblieben ist. Eine Kerze im Wirbelsturm. Wie kann ich zu ihm durchdringen? Timmys primitive Gefühle haben die Kontrolle übernommen. Wenn du ihn erreichen willst, dann nur auf dieser Ebene. Ein Geruch, eine Stimme, eine Melodie. Einfache Dinge, kleine Dinge, die Timmy durch den Sturm erreichen können. Und wenn er mir erst einmal zuhört? Dann sage ihm, er soll der Wut und dem Hass nicht nachgeben. Sich nicht weiter von schlechten Gefühlen übermannen lassen. Er soll denken. Es ist eine schwierige Aufgabe. Aber wenn ihn jemand erreichen und dann zurückholen kann, dann ein Freund wie du. Wenn das Buch so gefährlich ist, sollten wir es zerstören. Oder wir könnten es einfach in der Truhe lassen. Es liegt schon seit Jahrzehnten dort. Mächtige Dinge haben die Tendenz, gefunden zu werden. Du musst das Buch vernichten. Munkus darf es nicht bekommen. Warum hat Munkus mich geschickt? Und wo ist er? Das macht mir auch Sorgen. Er wird nicht untätig herumsitzen und auf deine Rückkehr warten. Er hat einen Plan. Immerhin weiß er nicht, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Er glaubt, ich bringe das Buch nach Seefels, um mit seiner Hilfe den Zauberstab zu zerstören. Ja. Der Zauberstab. Das Buch alleine reicht nicht aus, um ein Fenster zur Kerkerdimension zu öffnen. Es bedarf einer komplizierten schwarzmagischen Apparatur und einer ungeheuren magischen Macht, um zum Gefängnis des Namenlosen vorzudringen. Die Maschine, von der Sie sprechen, so eine gibt es im Tempel unter Seefels. Ja, Ivo hat mir davon erzählt. All die Jahre genau unter meiner Nase und ich habe es nicht bemerkt. Noch hat Munkus das Buch nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Van Burens mit ihm zusammenarbeiten. Ohne sie ist der Zauberstab nutzlos. Das sind die einzigen Trümpfe, die wir haben. Er braucht das Buch und den Zauberstab. Und während er danach jagt, werden wir die Maschine zerstören. Wie kann ich das Buch aus der Truhe zerstören? Es ist ein gewöhnliches Buch. Du kannst es zerreißen und verbrennen. Das klingt machbar. Allerdings müssen wir befürchten, dass es weitere Abschriften des Buches gibt. Über die Jahrhunderte sind immer mal wieder einzelne Exemplare aufgetaucht und wieder verschwunden. Das heißt, wir wären nicht sicher, solange es den Zauberstab und die Maschine gibt. Richtig. Sobald das Buch vernichtet ist, musst du nach Seefels reisen und deinen Freunden helfen, die Maschine zu zerstören. Das wird nicht einfach sein.
Munkus wird sie verteidigen. Und an den mächtigen Van Buren-Zauberstab kommen wir auch nicht so einfach heran. Nein. Es muss einen besseren Weg geben. Wir müssten Munkus austricksen, ihn überraschen und mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das ist der Wilbur Wetterquarz, der die Schattenarmee das Fürchten gelehrt hat. Die Truhe öffnen und das Buch in Sicherheit bringen ist leichter gesagt als getan. Wissen Sie, was mit Hauch des Todes gemeint sein könnte? Ich habe zumindest eine Idee. Wie? Haben Sie das gemacht? Ich sehe nicht nur aus wie ein Geist, Wilbur. Ich bin einer. Wie meinen Sie das? Ich bin tot. Nein, Sie sind nicht tot. Sie sind der Erzmagier. Sie wurden verwandelt und Ivo wollte sie wieder zurückverwandeln. Und das hat sie auch geschafft. Aber dann musste ich gehen, Wilbur. Ich bin so schwach, dass du mir helfen musstest, hier zu erscheinen. Aber wie sollen wir denn... Ich meine, ohne sie... Du bist bisher auch immer ganz gut ohne mich zurechtgekommen, mein Freund. Wie können Sie einfach tot sein? Mein Tod war nicht vergebens. Und ich bin auf den Höhepunkt meiner Macht gegangen. Das ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Aber es war noch nicht Ihre Zeit. Noch lange nicht. Ich habe ein paar neue Schuhe gekauft, die ich gerne eingelaufen hätte. Ich wollte meiner Putzfrau ein tolles Geschenk zu ihrem Geburtstag nächste Woche machen. Ich habe noch unbearbeitete Post und hätte gerne noch ein paar Abende auf meinem Balkon gesessen. Ich denke, man ist nie ganz bereit zu gehen. Aber ich bin fort und andere müssen vortreten, um zu kämpfen. Ich soll die Apokalypse aufhalten, ich soll gegen einen mächtigen Hexenmeister kämpfen und all das, während das Land im Chaos versinkt. Wie soll ich das alles in Ordnung bringen? Ich bin kein Magier mehr. Genau darum geht es. Niemand kann all diese Dinge alleine ändern. Aber du und Ivo, die Ratten, die Bürger in Seefels, gemeinsam habt ihr eine Chance. Wartet nicht auf einen Messias, der seinen Zauberstab schwingt und alles gut macht. Macht es selber. Aber die Leute wollen alle was anderes. Und viele denken nur an sich. Deswegen braucht es Vorbilder. Tue, was du für richtig hältst. Du wirst entdecken, dass es andere gibt, die das Gleiche tun. Und wieder andere, die euch dann folgen. Ich habe dich immer wegen deiner Beharrlichkeit geschätzt. Und deiner Freundlichkeit. Du bist niemals grausam oder feige. Du gibst niemals auf und gibst niemals nach. Gehe voran mit Freundlichkeit und Mut im Herzen, Wilbur Wetterquarz. Und sei ein Vorbild für andere. Und vielleicht nimmst du eine Fahne mit, damit auch die Leute weiter hinten dich sehen können. Hey! Meine Zeit auf dieser Welt ist vorüber, Wilbur. Kommen Sie mich ab und zu als Geist besuchen und geben mir gute Ratschläge? Nein, mein Freund. Du weißt alles, was du wissen musst. Aber gehen Sie nicht. Wenn du mein Andenken ehren willst, dann führe ein Leben in meinem Sinne. Leb wohl, Wilbur Wetterquarz. Ja, eine traurige Szene. Und ich denke mal, das wird ein langer Part gewesen sein und dementsprechend machen wir auch Ende. Aber ich wollte halt dieses Gespräch komplett in dem Part aufnehmen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.